Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. So, Tagesenergie für Freitag, den 23.08.2024. Und wir schauen mal rein in diese Woche. Ich will das ja gar nicht immer so lang machen, aber das war gestern schon wichtig, dass ich das sagte. Ihr Lieben, ich lege diese Woche und meine Woche geht von Mittwoch bis Dienstag mit einem Augenzwinkern. Von Rider-Waite, die Tarotkarten, von Jiro Marchetti, das Gilded-Drury-Lenormand-Kartendeck und aus dem Königswort Urania Verlag, die Kipper-Karten. Es gibt in dieser Woche die gleichen Kartendecks immer wieder und wir haben den Gehängten und der Gehängte steht für Erleuchtung. Schaut euch das mal an, wie die Sonne um seinen Kopf herum leuchtet. Es geht um einen neuen Sichtwechsel, um eine mal etwas anders betrachten, sich vielleicht in die Lage des anderen zu versetzen. Das kommt mir hier gerade rein. Wir schauen aber rein. Wir haben die Königin der Stäbe und wir haben die Sorgenkarte, ihr Lieben. Die Neun der Schwerter ist die Sorge und wir haben den Stern. Diese Sorgen sind unbegründet. Und die Königin der Stäbe ist die, die das jetzt wirklich in die Hand nehmen kann. Oh, die Sorgen kommen aus der Vergangenheit. Wir haben die 10 der Stäbe, die 6 der Kelche, die 7 der Münzen. Dann haben wir hier die 6 der Schwerter, die 2 der Münzen und wir haben den Pagen der Schwerter. Und die 10 der Schwerter. Boah, was für eine Belastung. Unfassbar. Unfassbare Schwere ist hier. Also das ist, da muss ich erstmal durchatmen. Wir haben mit den 10 der Stäben, also die 9 der Stäbe sagt man, das kommt nicht von mir, das sagt man, dass das schon für das Burnout steht. Die 10 der Stäbe, oh, setzt noch einen drauf. Die 9 der Stäbe sind die Sorgenkarte, die 10 der Stäbe ist der herbeigeführte Tod. Der Tod ist das natürliche Ende. Und die 10 der Schwerter, nicht der Stäbe. Ich weiß, manchmal verspreche ich mich. Das ist richtig. Ich habe auch im Neumond-Orakel, glaube ich, von 2 Monaten gesprochen. Nein, es sind natürlich 2 Wochen. Aber so ist es eben. Hier haben wir das herbeigeführte Ende mit den 10 der Schwertern, ihr Lieben. Wir beginnen aber mit dir. Meine Zuseher, mein Zuseherin ist immer der weibliche Part. Und der männliche Part ist das Gegenüber. Das heißt, das bist du. Wir haben dich hier als Königin der Stäbe. Wir haben dich, dass du hier auf die Sorgenkarte schaust. Du hast aber hier einmal den Stab in der Hand, der für die Tatkraft steht. Aber du hast auch eine Sonnenblume in der Hand. Und die Sonnenblume steht für die Sonne, für das Helle. Vielleicht hast du hier etwas umgedacht. Vielleicht hast du etwas erkannt. Und du hast erkannt, dass hier diese Belastung und die Vergangenheit ist der Kern. Die Vergangenheit ist aber auch schon das Gestern. Das muss nicht immer vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren sein. Und in der Vergangenheit hattest du diese Sorgen und diese Belastung. Und die wird aber jetzt umgewandelt. Mit dem Stern haben wir die höchste Schutzenergie von oben. Die wird von oben, du bist in eine Situation geschubst worden, geraten, wo du das Umdenken machen musstest, das ist wieder ein toller Satz, wo du umdenken musstest. Du hast vielleicht ein Problem vor die Füße gefallen bekommen. Oh Leute, ich rede was. Also, man hat dir ein Problem vor die Füße geworfen und hat gesagt, so jetzt guck, mach was draus, guck, dass du da rauskommst. Und du hattest immer so Schema F, du bist da immer so rausgekommen. Immer gleich, 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 gleich. Das funktioniert aber jetzt nicht mehr. Und du willst das auch nicht mehr. Ich fühle so eine Schwere, so eine Müdigkeit, wo du sagst, nee, also jetzt das 10. Mal das gleiche Problem und es kommt immer und immer und immer wieder. Ich habe dann keinen Bock mehr drauf. Ich sehe hier, wie in dieser Neunerlegung oder über dieser Neunerlegung der Ring liegt. Der Ring steht für das immer Wiederkehrende. Und du hast da jetzt einfach keine Lust mehr drauf. Was ich aber deutlich sehe, ist, das ist das Problem und das ist das Problem. Das ist die Vergangenheit. Das ist das, was du immer wieder in der Vergangenheit gleich gemacht hast. Und jetzt kommt dir von hier oben, wird dir was, wie soll ich sagen, eine Idee eingeflößt, die du erstmal überdenkst.
wo du aber denkst, oh ja, das könnte was sein. Ich probiere das mal aus, mal was anderes. Ich gehe mit meinen Gedanken, mit meinen jungen, neuen Gedanken einfach das mal an. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute ist es eine Fortsetzung. Das heißt, es hier ist der erste Part. Jetzt kommen wir zum zweiten Part. Rausgefallen sind hier ganz viele Karten. Wir haben die Dame, die hier auf den Sichtwechsel schaut. Die Öffentlichkeit, hier wird dir etwas offenbart. Wir haben mit dem Schlüssel, der wieder für das Öffnen steht und für die Sicherheit. Wir haben die Sonne, ist echt der Hammer, oder? Der Erfolg. Und wir haben die Gespräche. Die Gespräche, die auch die inneren Gespräche, gut, die Karte hat jetzt so gelegen, die inneren Gespräche sein können, die dafür stehen, dass es eine Erkenntnis, eine Selbsterkenntnis sozusagen. Auf der Königin der Stäbe haben wir den Bären. Hier ist es der Eisbär, aber in normalen Kartendecks ist es der Bär. Wir haben die 10 der Stäbe und das ist dein Karma. Du kannst hier Karma auflösen. Und wir haben hier die 6 der Schwerter, die ans neue, ans andere Ufer gehen. Ich fühle aber hier ganz genau, dass einmal liegt die Karte schief, das heißt, sie ist in Arbeit und ich kann sie wieder hinlegen, wie ich will. Sie kommt immer wieder in dieselbe Position oder bewegt sich. Ich führe aber hier, du bist nicht allein. Du sitzt zwar hier in diesem Boot und du bist so eingepackt und zugedeckt, dass du das gar nicht siehst, dass hier noch andere bei dir sind. Darauf kommt der Stern. Der Stern ist einmal im Tarot die höchste Schutzkarte, aber auch in den Lennon-Karten, ihr Lieben. Auf die Sorgen kommt die Maske. Und hier ist ganz deutlich zu sehen, dass du die Sorgen mal anders betrachten kannst. Und da komme ich wieder auf meinen Berg. Der Berg ist nur so groß, wie du ihn machst. Nimm das Problem doch einfach mal anders an. Jetzt schauen wir mal auf die Vergangenheit. Es geht raus aus der Vergangenheit. Und mit den 2 Münzen, jetzt wird es auch Zeit. Der Stern auf dem Stern sind die Wolken. Das bedeutet, du kannst das, was hier passiert, noch gar nicht sehen, noch gar nicht greifen. Die 7 der Münzen ist das Wachstum. Und das hier sind die Münzen, die an diesem Baum hängen. Das sind die Früchte. Hier geht es ums Ernten, um das Wachstum. Und die Wurzeln gehen wo rein? Sie gehen in die Wege. Und wir haben hier die neuen Wege und hier haben wir die alten Wege, ihr Lieben. Unten drunter haben wir das Herz. Hier geht es um die Liebe, um die Selbstliebe, um die Liebe zur Familie, um die Liebe zu deiner Tochter, um die Liebe zu deinem und Leidenschaft zu deiner Arbeit, zu deiner Berufung, zu deinem Beruf. Wege aus der Vergangenheit raus, neue Wege aus der Vergangenheit rauszukommen. Die alten Wege sind nicht verloren. Die werden von den Pagen der Schwerter immer mal wieder benutzt. Das, was du gelernt hast in der Vergangenheit, das kannst du in der Zukunft auch anwenden. Nur hier geht es darum, nicht immer das Gleiche anzuwenden. Und das, wo du merkst jetzt, ich bin immer wieder in derselben Situation, hier geht es auch darum, jetzt mal diese Erkenntnis auch zuzulassen. Und hier liegt ja, hallo, die Sonne, der Schlüssel und die Offenbarung, die Öffentlichkeit. Hier haben wir zwei, wir haben alle, also ich bin euphorisch, merkt ihr es? Hier haben wir die höchste Schutzkarte, wir haben hier die höchste Karte in dem Lennon und hier haben wir die höchste Glückskarte. Es gibt nur 3 höchste Karten. Es gibt nur, das sind immer Schutz, Glück oder dass man auf dich aufpasst. Und diese Erkenntnis, die du hier hast, dieser Aha-Effekt oder was immer es ist, vielleicht kriegst du auch eine Nachricht. Die liegt zwar jetzt hier nicht, aber es kann doch sein. Es ist eine allgemeine Legung. Und die haut dich um. Und du kannst Karma abbauen. Jetzt schauen wir mal, wie geht es denn weiter? Wenn du diese alten Wege nochmal gehst, wir haben ja gesagt, heute gibt es eine Fortsetzung. Schenk mir bitte eine Karte, ihr Lieben. Wenn es 20 sind, nehme ich auch 20. Ihr wisst, ich nehme das so, wie es kommt. Dann hat es einen Grund und ich soll sie auch hier hinlegen.
Auf die Königin der Stäbe und der Eisbär ist die Veränderung gekommen. Und das ist die Veränderung, aus dem Kalten rauszukommen, von dieser Eisbärsituation. Deswegen habe ich auch den Braunbären nur gesehen. Ich habe den Eisbären gar nicht mehr gefühlt, weil es ist Vergangenheit, das ist schon passiert, das sind wir schon raus. Wir haben hier die Belastung, die karmische Belastung, und da kommen die trüben Gedanken drauf. Das ist Karma pur und das zieht sich in dein Herz. Die Sechs der Schwerter und der Stern, und da haben wir die Hauptperson, die Hauptperson, die männliche Hauptperson sieht diese Gespräche in dir. Vielleicht sind es aber auch seine Gespräche. Was haben wir hier drunter? Ihr Lieben, die Sorgenkarte, die Neun der Schwerter. Die Sorgen werden jetzt mal anders betrachtet. Und zwar, weil hier die Zusammenkunft heißt nur, dass man miteinander spricht, dass du dich triffst mit anderen. Und das ist diese Erleuchtung, dass du dich vielleicht mal in eine andere Situation, in eine andere Energie begibst. Das ist die Zusammenkunft mit gemeint. Wir haben hier die Vergangenheit, die neue Wege geht, und das bist du eindeutig, die gute Dame. Mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame, und das bist du. Du veränderst deine Vergangenheit, indem du neue Wege gehst. Wir haben hier die zwei der Münzen und die Uhr, und da kommt das Geschenk darauf. Ja, dieses Jonglieren mit zwei Möglichkeiten. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Du kannst immer da bleiben, wo du bist, aber du kannst auch rausgehen. Davor, dahinter, rechts, links. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Der Stern und die Wolken, das heißt, das kannst du noch gar nicht sehen. Und schaut mal, die Wolken gehen jetzt in den Verlust, die werden gestohlen, die gehen raus. Das heißt, der Stern und die Sonne kommen immer mehr, hier haben wir den Stern ja auch, immer mehr zur Geltung, werden immer mehr gezeigt. Wir haben hier die Ernte und den Baum, und das ist wieder diese Kummerkarte, die hier in die Heilung geht. Im nächsten Schritt, ihr Lieben. Der Page der Schwerter geht die alten Wege, und das macht ihn traurig. Vielleicht muss er hier etwas verlassen. Vielleicht muss er eine Person verlassen oder eine Arbeitsstelle, eine Wohnung, ein Ort. Unten drunter haben wir Arbeit und Beschäftigung. Und jetzt schauen wir mal noch hier drauf. Das Haus, das Wohnzimmer und die Gerichtsperson. Das ist gefallen auf die alten Wege. Ich habe das Gefühl, dass hier, weil auf den alten Wegen und den Pagen der Schwerter, ist das Haus und das Wohnzimmer gefallen. Und ich habe kürzlich erst gesagt, das Haus steht für dich und das Wohnzimmer ist ein Teil von dir, ist dein innerer Kern. Und die Gerichtsperson ist die Energie von oben, ist das Universum, der liebe Gott ist, ja, ich weiß gerade gar nicht. Die Engel, wie immer du es nennen willst, die geistige Welt, wie immer du es nennen willst, die haben gearbeitet. Die haben gearbeitet, damit du hier rauskommst, damit du vielleicht noch mal alte Wege gehst, aber in neuer Version, aus der Vergangenheit raus, aus diesen traurigen Nachrichten raus. Am Ende ist es so, dass dieses Bewusstsein hier, diese Erkenntnis, dass du dann im Grunde die Entscheidung triffst, das zu beenden, wie es jetzt ist. Im Herzen kommt hier ganz viel Erkenntnis, und im Ende ist es so, dass du sagst, ich will in meine Herzenergie wiederkommen. Ich will mich wieder fühlen. Und im Unterbewusstsein ist es so, dass am Ende ganz deutlich zu sehen ist, dass das die geistige Welt hier an dir und deinem Inneren gearbeitet hat und du jetzt deine Wege gehen kannst. Und es macht dich vielleicht traurig, weil du 20 Jahre da gewohnt hast, 20 Jahre da gearbeitet hast oder irgendwas anderes. Aber sei mal sicher, es ist das, was du wolltest. Und es ist das, was gut für dich ist. Macht's gut. Ciao.